Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade spontan nach Barcelona gefahren. Morgen kommt uns ja unsere Freundin besuchen, die holen wir ab, deswegen sind wir schon in der Gegend. Und wir sind aufgewacht und haben Food Cravings und deswegen sind wir auf dem Weg zum Mercat de la Boqueria, ein sehr berühmter Food Spot oder Food Market in Barcelona. Ja, und dann gucken wir mal, was das so für uns zu bieten hat. Ich hoffe, sehr viel Kleinigkeiten. Das letzte Mal, als wir nämlich auf dem Markt waren, da waren wir voll gegessen. Das war total dämlich. Und jetzt machen wir es besser. Wir sind nicht satt, wir haben Hunger, wir haben Lust. Und deswegen geht's für uns gleich los. Wir sind angekommen auf dem Markt. Es ist hyper voll. Wir müssen mal gucken, ob wir ein bisschen was filmen. Eigentlich wollten wir das. Haben aber nicht bedacht, dass Samstag ist. Also mal gucken. Wir gehen mal rein und schauen uns an. Mango, weil die echt sehr lecker aussah. Müssen wir nachher mal gucken, ob die auch schmeckt. Jetzt geht es langsam zurück zum Auto und dann überlegen wir uns, was wir machen. So, wir sind in einem Restaurant. Wir haben tatsächlich eine halbe Stunde bestimmt angestanden. Aber hier soll es angeblich die beste Paella der Stadt geben. Und das testen wir jetzt aus. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, wir haben uns jetzt ein Bier bestellt, haben uns drei Tapas bestellt und dann gibt es gleich Paella. Die ersten beiden Sachen sind da. Wir haben Gambas in Knoblauchöl und Krebsscheren, gefüllte. Fehlen noch die Fleischbällchen. Unsere Paella ist da. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. So, wir sind durch im Restaurant. Es war sehr lecker. Die Vorspeisen waren, glaube ich, mein Highlight. Ich muss sagen, die Paella für die beste der Stadt, das war es nicht. Ist aber auch die Frage, wir standen an, wir haben eine halbe Stunde gewartet, ob denn die Erwartung... Ja, vorhin war die Kamera dann ohne Akku, beziehungsweise die Kamera ist einfach ausgegangen. Was wollte ich noch sagen? Ja, die Paella, beste der Stadt war es nicht. Wir sind halt aber auch, wir standen da eine halbe Stunde an und dann hatten wir Rezensionen gelesen, dass es das Allerbeste ist, was man da machen kann und die allerbeste Paella, die man essen kann und keine Ahnung was. Und natürlich war die super lecker, wir fanden sie jetzt aber, also es war jetzt eben nicht die beste, die wir jemals gegessen haben. Und von daher, ja, war es
enttäuschend ist es jetzt vielleicht völlig falsch gesagt, die kostet halt auch tatsächlich nur 10 Euro pro Person. Und ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung und richtig ausreichend und gut. Naja, wir haben uns dann jedenfalls jetzt auf den Weg gemacht von Barcelona aus. Wir waren noch mal kurz einkaufen und sind jetzt in Sitges. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den Namen ausspricht. Hier haben wir morgen auch unsere Wohnung mit Svenja zusammen. Und die, jetzt sind wir schon mal hergefahren. Eigentlich wollten wir nur ein Eis essen. Und jetzt stehen wir aber hier auf dem Parkplatz und übernachten hier auch. Holen dann morgen Svenja vom Airport und fahren wieder zurück quasi. Das ist aber, glaube ich, eine halbe oder dreiviertel Stunde Fahrt. Also ist völlig in Ordnung. Und das war dann eigentlich auch unser Tag. Die Sonne geht unter und wir chillen, glaube ich, heute nur noch und machen gar nichts mehr. Das ist übrigens eine Mangostan, die wir auch im Markt gekauft haben. Die Kerne sind in diesem weißen Fruchtfleisch drin. Das ist auch das, was man isst. So ein bisschen aussieht wie Knoblauch. Und die lassen wir uns jetzt auch schmecken. Guten Morgen, wir sind aufgestanden und kommen schon vom Einkaufen. Heute kommt ja unsere Freundin Svenja an mit dem Flugzeug aus Hamburg. Ja, wie auch sonst, ne? Naja, jedenfalls kommt sie heute an und wir holen sie, wir hatten schon Kontakt und wir holen sie so in 3 Stunden vom Flughafen ab. Wir sind ja, hatten wir ja schon erzählt gestern, glaube ich, dass wir in dem Ort gerade sind, wo wir auch mit der Ferienwohnung dann sind, also hier fahren wir wieder her zurück, waren gerade einkaufen, haben uns so ein bisschen auf die Woche vorbereitet, vor allem, ehrlich gesagt, aber auf heute, es ist nämlich Sonntagnachmittag und wir haben Aperol und Sekt gekauft und heute Nachmittag gibt es einen Begrüßungsdrink auf jeden Fall. Wir haben eine fette Terrasse, wir freuen uns schon drauf. Ja, wir werden mal sehen, wie wir das alles so bewerkstelligen können. So, wir sind jetzt in der Wohnung angekommen, Svenja ist da und wir trinken jetzt einen Aperol Spritz. Heute filme ich nichts mehr, morgen zeige ich mal die Wohnung und die nächste Zeit gibt es dann in erster Linie Wohnungslife, kein Vanlife mehr, weil Svenja für 3 Wochen bei uns ist und wir dementsprechend fast nur in Wohnungen unterwegs sein werden. Wir machen trotzdem natürlich einen Roadtrip und sind immer um die 2 bis 3 Tage an einem Ort. Das hier ist unser Schlafzimmer, Nummer 1, das große Doppelbett mit der wunderschönen Aussicht. Naja, die wunderschöne Aussicht ist es nicht, aber wir haben einen Balkon und haben hier auch noch eine kleine Sitzmöglichkeit. Und dann geht's weiter. Einmal in den großen Flur. Und wir gehen direkt einmal in die große, gemütliche Wohnküche. Naja, die ist klein, aber wir haben eine Küche, wir haben alles, was wir brauchen. Hier ist das Badezimmer. Wir haben uns hier tatsächlich gestern schon ausgebreitet, also offensichtlich wohnen wir hier schon. Genau, dann ist da Svenjas Zimmer. Das kann man nur einmal kurz zeigen. Ist nochmal ein Zweibettzimmer. Und hier geht's lang. Hier ist die Wohnungstür. Und hier ist dann das Wohnzimmer. Hier ist tatsächlich nochmal so eine schöne kleine gemütliche Ecke. Sofa. Und hier sind kleine Sesselchen. Das ist wirklich eine total süße Wohnung. Ja, und dann das Highlight. Und der Grund, warum wir diese Wohnung ausgewählt haben, ist der Balkon mit diesem Ausblick. Und den Tauben. Und den Tauben, die sind auch da. Svenja arbeitet schon. Svenja am Arbeiten. Fleißmaus. Ich bin auf dem Weg zum Auto, heute mal alleine, weil Kim hat morgen Geburtstag und ich möchte mal nach einem Kuchen gucken und ein bisschen was einkaufen für heute Abend, weil wir feiern rein.
Später kommen dann auch Ellie und Jonas dazu. Wir gehen essen und verbringen einen schönen Abend zusammen. Dementsprechend möchte ich mal gucken, ob ich was Schönes finde. Das Geburtstagsgeschenk für Kim haben auch Ellie und Jonas schon seit 2 Wochen ungefähr dabei. Das bringen sie nachher dann mit, weil im Bus hätte ich das schwer verstecken können. Und ja, jetzt geht's einkaufen. Ich bin wieder zurück in der Wohnung, hatte leider nicht so viel Erfolg. Die Patisserie macht morgen erst auf. Gut, Kim hat morgen Geburtstag, also gibt es halt morgen erst einen Kuchen und nicht heute Nacht schon. Aber ja, Wäsche haben wir gewaschen. Die trocknet hier in der Sonne. Wetter ist super, es ist sehr windig und nicht ganz so warm, aber könnte schlimmer sein. Running wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of you? Oh, wie süß seid ihr! Butterflies in summer skin, lightning exploding through. Roller coasters in your veins. Do you remember the never ending days? Every crush you ever had burned in your DNA. With a sparkle in your eye, forever young. Every moment this is life, take it as it comes. Jump up and reach for the stars, having no regrets, forever and ever, always young.